Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier. Und ich dachte mir, ich habe ein paar Videos auf YouTube gesehen, wo mehrere YouTuber, andere YouTuber an ihren Merkmalen erkannt haben. An drei Merkmalen, an ihren Haaren, an ihrem Penis, an ihrem Gesicht, an ihrem YouTube-Namen. Daran, und das wollte ich jetzt auch mal machen. Ich fand das sehr interessant, ich fand das sehr lustig und also immer anzuschauen. Und ich habe mir versucht, Quizzes rauszusuchen. Quizzes? Bitte. Versucht. Nachzudenken. Quizzes rauszusuchen, die ich noch nicht kenne. Und ich würde sagen, dass wir dieses von Vieramix machen. Erkennst du diese 10 YouTuber an ihrer Stimme oder Begrüßung? Und da ich keine Ahnung habe und... Was ist das denn? Ach ja, der Song von Pietro. Ich meine, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Du bist eine Schlampe, ich bin normal, Bitch. Würde ich sagen, starten wir einfach mal und legen wir einfach mal los. Hä? Was ist das denn? Wer ist das denn gewesen? Wer macht denn solche Ansagen? Ey, ich hab keine Ahnung. Alter, ist aber... Warte mal. Nochmal. Keine Ahnung, nie gehört. Avive? Ist das Avive? Emra. Ja, ich bin keine Frau, ich muss den nicht kennen. Emra. Wo sind wir denn gelandet? Yo Leute, was geht? Ich... Willkommen zu einem Video von mir. Von ihm natürlich. Miguel. Pablo. Unser Miguel Pablo, eindeutig. Hallo, ich meine... Yo Leute, was geht? Ich bin Pablo und willkommen zu einem Video von mir. Jawoll. Und heute habe ich... Ich meine, man muss ihn kennen, ne? Den besten YouTuber auf Scheiß YouTube. Ja, moin Leute. Auf Trocken am Start, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Die meistgestelltesten Fragen sind... Warte. War das? Ist das? Ja, moin Leute. Auf Trocken am Start, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Die meistgestelltesten Fragen sind... Ist das? Ich hatte irgendwie, hab irgendwie das Gefühl, das ist von... Ist das von Bullshit TV? Ja. Apoet, Alter, was? Was? Digga, was? Willst du mich ficken? Alter, ich kenne den doch nur vom Lamborghini R8. Alter, ja, da bin ich jetzt auch stolz auf mich, dass ich den nicht erkannt habe. Alter, Digga, was? Was ist das? Apo, ja, nee. Ey, wir machen weiter, okay? Wir machen weiter. Ah, Leute, wo soll ich anfangen? Also prinzipiell muss ich prinzipiell erstmal sagen, dass ich prinzipiell eigentlich gar nicht so einer bin, der prinzipiell... Wer 100 mal prinzipiell seinen Satz packt, kann nur Tanzverbot sein. Oder auch die Zahllücke des Jahrhunderts. Tanzverbot, jawohl. Ich mag den Kerl, aber... Leute, wo soll ich anfangen? Also prinzipiell muss ich prinzipiell erstmal sagen, dass ich prinzipiell eigentlich gar unser nicht, Energy Dieb. So einer bin, der prinzipiell... Ach ja, Tanzverbot. Perspektive. Kann zum einen sein, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Oder halb quer. Oder schau von unten. Und bemerke, dass das Glas sogar voll sein könnte. Oder vielleicht ist es nur... Ah, scheiße. Wer war das denn? Wer war das denn? Perspektive. Kann zum einen sein, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Oder halb quer. Oder schau von unten. Und bemerke, dass das Glas sogar voll sein könnte. Oder vielleicht ist es nur... Perspektive, kann zum einen sein, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Das ist Julian Bam! Das ist Julian Bam, ist das! Das ist Julian Bam! Doch, ganz sicher! Perspektive, kann zum einen sein, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Oder halb quer oder schau von unten und bemerke, aber dass hallo. Das Glas sogar voll sein könnte. Oder vielleicht ist es nur eine Illusion und es ist gar kein Wasser, sondern... Okay, es war Wasser. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge. Ich bin... Der Manuel, ich gehe auf die Straße und kauf mir Mehl. Ich bin der Manuel, ich gehe auf die Straße und kauf mir Mehl. Ja,
unser lieber GLB, also diese Stimme einfach, 99% Nase, 1% Stimmlippen, das ist GLB. Jawohl. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mario Party mit eurer Bowserfresse. Ah ja. Oh. Hallo mein Name, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yandere Simulator. Wer liebt Pizza? Wer hat ein Smiley als Gesicht? Luca. Also komm, und auch wer alleine während der Begrüßung war. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Master Builders. Ne, das wäre Revi. Ja, es ist Luca. Oh. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yandere Simulator. Guten Morgen, guten Mittag und auch... Was ist das denn? Guten Abend, mein sehr verehrtes Volk. Was ist das denn? Nie gehört. Meine Begrüßung nochmal. Ins Go! Guten Morgen, Alter. Never. Guten Abend, never erkannt. Never InScope. Ich erkenne doch nicht InScope. Oh, bitte, was ist das denn? Machen wir weiter. Leute, ich bin zurück. Was? 39,5. Ja. Kerngesund. Aber. Ich kenne ihn. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist Leo Machina. Ich habe kurz an Paluten gedacht, ne? Aber für Paluten fehlt so die Stimme. Ich glaube, es ist Leo Mascher. Ja, wer hat Matan? Irgendwie einer von diesen Leuten. Unsympathische Stimme. Alles dasselbe. KuchenTV, unsympathisch TV. Leo Mascher. Nein, dafür gucke ich die zu wenig. Die Kindheit in Russland war sehr interessant und aus heutiger Sicht sieht es verrückt aus. Jetzt zeigen wir 5 Arten des Zeitvertreibs von den russischen Kindern in den 90ern. Dima oder die Außenseite? Die Kindheit in Russland war sehr interessant. Slivgisho! Ja, genau, unsere Lifehacks. Der Typ, der aus keine Ahnung, der kriegst... Das ist MacGyver, ist das. MacGyver auf YouTube. Wirklich. Nee, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ich kenne den nicht. Ich weiß nur, dass der... Du siehst den immer in den Trends. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es mit deinen Freunden. Oh, das ist ja vorbei. Das ist ja gar keine Begrüßung. Ja, ne? Ich würde sagen, ja, danke fürs Zuschauen, ne? Und, ne? Achso, das ist eine Mini-Werbung. Ja, ist, ne? Ich hau mir jetzt... Ich habe mir den Mini-Service... Ja! Ich hau mir jetzt den Sarah und Pedro-Song rein. Bis dahin und... Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner.